ich die da überhaupt wieder raus? Ja, sehr geil. Hat es jetzt nicht so gebracht, glaube ich, oder? Doch, wie? So, ich glaube, das war einfach nur der obvious way, dahin zu kommen. Und ich habe mich für den nicht obvious way entschieden. So, hier ist eine Kiste. Oh, da hinten ist Grünglanz. Kommen wir da so hin? Ja. Und dunkel ist es. So, zurück zur Kiste. Das Einzige, was mir einfällt, ist, ich kann die ja nur runterschieben. Oh, fragt sich nur, wohin mit der Kiste? Vielleicht. Nee, da kommen wir her. Da oben kommen wir her. Und. Da oben muss ich hin. Da sind Greifpunkte. Warte, hilft mir die Kiste jetzt nicht viel. Hier ist ein Greifpunkt. Ah, toll. Das Wasser steigen lassen, weil ich habe vorhin eine Konsole zur Wassersteuerung gesehen. Oh. Hallo Kiste, ich brauch dich. Get over here. Let's back up. Try again. So geht's. War's das jetzt oder steigt das noch weiter? Oh, Konsole. Door is locked. Looks like it needs a key module.
gucke jetzt einfach mal, wo ich hier noch hinkomme. So. Um sicher zu gehen, hier sind wir reingekommen. Ja. So. Das Loot hier nicht vergessen. With the sweat, I'm still not cooling off. Okay, I'm in. Yay! Yeah. Noch eine Kiste. Fragt sich nur, wohin? Muss ich hier vielleicht noch was verstopfen? Oh, da bin ich anscheinend gut drin. Oben muss ich noch hin. Komm ich da hin? So, hier war zu, wenn ich richtig, wenn ich mich richtig erinnere. Nein, war's nicht. wie oft heißt es, man soll beim Pokern seine Emotionen beherrschen, ein Pokerface aufsetzen, sich im Griff haben, um keine Rückschlüsse auf sein Blatt zuzulassen? Völlig falsch, wie der makauische Spielmogul Kendrick Ostern in seinem bahnbrechenden neuen Strategiehandbuch Schlage die smarte Poker-KI, stell dich dumm beweist. Besiegen Sie die Casino-KI in 5 unlogischen Schritten, die einfach zu erlernen, aber schwer zu entdecken sind. Gewinnen Sie gegen das Haus, gewinnen Sie gegen das System. Machen Sie ein Vermögen. Jetzt für alle hohle Leser erhältlich. Für nur... Jetzt weiß man nicht mehr, wie teuer das war. Von ihr aus hin. Hier? Ne, hier kann ich mich nirgendwo festhalten. Oder war das nur für die Kiste? Ich glaube tatsächlich, das war nur für die Kiste. Truhe. Truhe, 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 Truhe. Nein, da passe ich auch nicht durch.
jetzt hier um was anderes? Upsi Pupsi. Ja, können sie. Haben wir schon herausgefunden. Ah, nee. Ja, die meint diese Kiste hier. Hier schimmert was grün. Ich glaube, das ist ein Bug, weil hier vorhin der grün Splitter lag. Müssen wir erstmal die Kiste wiederfinden. Die war ja gerade so erfolgreich. Yay, das hat sich aber so gar nicht gelohnt. Jetzt müssen wir noch gucken, wie wir da hochkommen. Wenn ich die Kiste hierher ziehe, komme ich dann vielleicht dahin und da hoch. Ich versuch's. Muss man nur noch irgendwo stehen. Und. Reicht natürlich nicht. Hoppala. Ach man, ich will doch einfach nur stehen. Ich will doch einfach nur stehen. Oder können wir die schieben? Und die einfach mit dem Kopf anschieben. Nein, können wir nicht. Dann... Können wir die von hier ziehen? Auch nicht. Okay, two crates. What to do with that? Kann ich mich hier irgendwo hinstellen, dass ich die... Da ist mein Ansatz vollkommen falsch. Nee. Hier bringt's, das bringt ja nichts. Runter, 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 runter. Meine Idee ist, die Kiste hier zu ziehen. Damit ich da hoch und dann da hoch kann. Aber ich muss mich irgendwo hinstellen, damit die... neue Idee. Ich nehme die andere Kiste mal weg und lasse das Wasser absinken. Dann kann ich sie da rüber schieben. Muss ich nur mal gucken, wo das war. War denn das Ventil? Da ist die Kiste. Wo war das andere Ventil?
hier. Direkt hier hinter. Dann auf der Seite hier. Kriege ich die da überhaupt wieder raus? Sinkt das Wasser jetzt wieder ab? So, und jetzt muss ich die Kiste dahin schieben. I guess. Ja, zurückziehen ist nicht mehr. Die steckt jetzt hier. Ich hoffe, das passt danach. Backtrap. Und jetzt wieder dieses Spielchen hier. Auf und zu und auf und zu und auf und zu. Na, komm on. Danke. I'm getting somewhere. Here we are. Another relic. Hm. Based on this data, I think this thing is related to something around here. Maybe Moreland's crew might know. So, ich würde jetzt gern wieder raus. Blend. Ach, hier ging's ja gar nicht. Hier geht's raus. Und hepp. Mein Gott. Ah. Ist die erst? Muss ich da zuerst jetzt hin? Ihre Verträge? Ich gehe nochmal da zu ihr hin. Zu der 1. Aloy, what can I do for you? Mag ich mich auch.
Geflochtener Draht, robuste Panzerplatte. Immer mit. Warum auch immer. Everyone wins with that trade. I never see it knocked again. I'll count myself lucky. Verschwundene Ausrüstung, verlorene Vorräte, makelloser Brüllrücken. So, hier oben haben wir... Oh Gott, viel Scroll. Rede mit dem Anführer der Plünderer. Fülle Lawrence-Verträge. Nee. Tja. Oh, Brüllrücken. Hab ich da Lust drauf? Nein. Eher wenig, aber okay. Vor allen Dingen wollen wir das nachts machen? That Bellowback Run Dimension should be close by. Ja. I should look at the contract just to be sure. Nein, ich sehe den doch. There you are. Runda needs that Bellowback taken down with its... Schwach gegen... Löschwasser. Mit Löschwasser auf den Rücken gehen. Erst nehmen wir ihm das hinten ab. Genau, so machen wir das. I'm gonna have to be careful. Es macht mächtig Reißschaden. Ja. Nein, nicht herkommen. Hat natürlich nichts gebracht. Gehen Sie weiter. Jo, das war mir jetzt knapp. Intact. I gotta look for another Bellowback. Ich Idiot. Ich Idiot.
Ah, den können wir den jetzt auch noch zerstören. Und zur nächsten Position. Weil ich doof bin. Abella back. I need the cargo sack intact for Ronda's crew. I'll have to take it down carefully. So, dann gucken wir nochmal richtig nach. Ja, nochmal. Still in this fight. Can't hit that. Ronda needs the cargo sack intact. Und nochmal. Und nochmal. Make sure her crew knows where to look. Na bitte. So. Mit die anderen gleich noch mit. So, wo müssen wir da hin? Oh Gott. Ja, da laufen wir nicht hin. Da fliegen wir hin. Everything okay there, Porgif? Ah, my steel flame friend, behold. Oh, your lockbox. The one I found in the tunnel. Just the one. It was bequeathed to me when my dear Ma passed. Never could get the damn thing open, but the lock must have broken off when the Rockbreaker attacked. Haven't seen its contents at long last. I want Marcia to have it. My sister. She could use it more than me. Hold on. If it was given to you, why couldn't you get it open? I lost the key. You know how it is with small objects, big hands. Not that you know how it is exactly. I mean, your hands are dainty, of course. No, not dainty. Well forged. That's it. Poor Gif. All right, I stole the box. It was supposed to go to Marcia, but I just wanted something of my ma's to remember her by. So the box rightfully belongs to your sister, and now you want to return it.
What was inside that made you change your mind? Nothing. I just thought she'd want it back. She and my ma were close. Me, well, guess you could say I was always the stray spark. All right, Porgif. Sounds like you want me to give this box to your sister. Where is she? That is a good question. I know she was working in Chainscrape last. Huh. I have a friend there. I could ask her. Haha! Well forged and well connected. If I'm in the area, I will try to find your sister. At least to hear her side of the story. Okay. Well, if you see Marcia, tell her. I still remember the flying keg. Mm-hmm. I bet Petra would know where I can find Marcia. I should pay her a visit the next time I'm in Chainscrape. Ja, ja. Den hier kann ich upgraden. Was macht der dann? Krieg nicht schlecht Abrissschaden. Nehme ich ganz gerne mit. Nee, aber der ist nicht viel. Nee, das spare ich mir erstmal auf. Bomben. Ich glaube, das spare ich mir erstmal auf. Ja. Outfit Upgrades. Nee, spare ich mir auch. Munition können wir herstellen, die wir noch brauchen. So viele verschiedene Munition. Ich würde gerne wissen, wo sie die verstaut. News for you, Red. Those Tanark writing machines? The thing is, these ones don't seem that aggressive. I hear the Tanark are fighting each other quite a bit these days. Ich glaube, bei meinem Spielstil bringe ich das Game locker auf 200 Stunden. We've seen a whole bunch of them setting up outposts around here. Spotted one just west of here. They even set up camp in the south. Really helps a fellow sleep at night. Just make sure you steer clear of them. Well, sounds like we've got some rebel holdouts in the area. So, I'll keep an eye out for them while I'm out here. If you feel involved, there's a Tanakh outpost. I think Renta's crew lost their gear somewhere in this area. Ja, mit Sicherheit wieder Gegner. Nun noch einer! Und noch! Ja, erstmal weg. So, gegen Frost. Und die Hörner und Hexer nehme ich den ab. Oh Gott, das sind einfach mal vier, ne? That must be the cart the contract mentioned. But whatever Garrett was carrying isn't here. I should take a closer look. Mhm, mhm, mhm.
Holz. Whoever took the gear did a number on this cart. Maybe my focus can help me figure out what happened. Holz. Might be from Glinthawks. More claw marks. Bigger ones. Maybe a Sunwing's. Whichever did this must have scavenged the gear left in the cart. Maybe if I give it something else to scavenge, I can lure it back. Oh, crap. Then follow it to its nest. Ledige den Gräber. I think I found my bait. Das stört ihr nicht. Gut geht. Übersicht Gun. Wo ich hier lang gehe. Da hinten ist er jetzt. Jetzt machen? Einfach nur Feuer gehört.
This must be the Sunwing's nest. Let's hope Brenda's gear is here. Plasma won't have much effect on it. Room gear, all right. I better get out of here before the Sunwing comes back and get this to Runda's crew. Du hast nichts gesehen. So viel dazu. Wo ist er hin? Da ist er hin. Oh, Crips, das sind auch nochmal drei. Eins haben wir erledigt. Nummer 2 ist weg. Und Nummer 3 ist über mir. Zeitlupe hinfallen kann ich gut. Lustig, wie aus einem auf einmal drei geworden sind, weil ich das nicht gecheckt habe.
Hat das hier noch mit? Da ist noch eins. Hier ist noch was und überall ist noch was. Ganzen Einzelteile überall verstreut. Ah. Ich glaube aber einer fehlt noch, den ich noch nicht gelootet habe. Erstmal wiederfinden. Da oben. Wo ich hin muss. Hoppala. Ich glaube, das waren jetzt die Aufträge. So, hier ist irgendwo ein Lagerfeuer. Da vorne. 86 Schritte. Oder keine Ahnung, auf jeden Fall 86 irgendwas. So, erstmal speichern.